Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2 Hashtag Wunsch. Ja, gewünscht wurde die Karte Kaiserstadt Aachen mit dem Update. Ja, und damit wir vom Update auch was sehen, fahren wir das Chrono-Event, die Tour de France. Und zwar die Linie 33, die normalerweise von Fuchsherde nach Vals-Flats fährt. Durch die Tour de France werden die Linien 33, wird die Linie 33 aber getrennt. Sie fährt nur zwischen Vals und Driechergässchen und in die andere Richtung zwischen Aachen-Fuchsherde und Aachen-Theater. Wir fahren die 33 von Fuchsherde nach Theater und haben hier oben auch so schicke Fähnchen. Haha! Schick, 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 schick. So, geht auch gleich schon los in 5,5. Wir stellen noch ein bisschen vor. 1, 2, 3, 4. So. Können wir schon mal so weit aufrüsten. Bremse durchtreten. Die Kiste rollt nämlich gerne weg. Wir wissen das, wir kennen das. Ja, und dann fahren wir mal. Ja, was hat das Aachen-Update gebracht? Hauptknotenpunkt ist natürlich einmal das Chrono-Event. Dann die Verlegung der Haltestelle... nicht Pontor... Audimax, genau, die Audimax-Haltestelle ist verlegt worden. Der Linienweg hat sich minimal geändert. Und ja, wir befinden uns dann jetzt im Endeffekt in Aachen im Jahr 2015, zwecks Linienverlegung oder Haltestellenverlegung, und haben hier halt das Chrono-Event aus dem Jahr 2017, nämlich der 2. Juli 2017, Tour de France in Aachen. Ja, und natürlich ein großer Punkt oder zwei große Punkte, die das Update mit sich bringt. Einmal die Linienweiterführung der Linie 33 nach Heuvel und die Linie N4. Die Nachtbuslinie ist dazugekommen vom Elisenbrunn nach Heuvel. Die werden wir uns auch irgendwann anschauen. Vielleicht als Folge, vielleicht aber auch in einem Livestream. Da gucken wir mal, das weiß ich noch nicht. Jetzt fahren wir hier erstmal einmal rum um den Pudding. Das kann ein bisschen dauern, bis wir hier rumkommen. Das liebe ich hier, ne? Oh, Wendeschleife, Fuchsherde. Jetzt kommen wir rum. Wunderprächtig. Ja, ich war am Überlegen, ob ich die Testbus-Matrix nehme, also den Aachener Facelift mit weißer Matrix. Aber hier stand gerade ein Bus. Löwenstein-Kaserne. Da habe ich gedacht, da komm, dann nehmen wir den. Wenn da gerade einer rumsteht. Zack. Guten Tag. Guten Tag. Eine Frage habe ich bitte. Aber gerne. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Aber sicher hätte sie gerne eine Fahrkarte, was auch sonst. So, Warnblinker nehmen wir raus. Buschhausen. Buschhausen. Ja. Hofdatei ist natürlich auch eine neue dazugekommen, Aachen 2015. Und im BBS ist die Version auch schon geupdatet. Wir sind sie bereits im Livestream gefahren. Der Nick, der ist die N4 gefahren. Und wir können sagen, es funktioniert im BBS einwandfrei.
schon mal etwas. Es gab anfangs Probleme bei dem Update, da hat eine Kachel gefehlt. Hallo. Das Problem konnte aber glücklicherweise sehr schnell gefixt werden. Und hier erinnere ich mich noch gut. Hier hat es immer einen Massenstau gegeben. Die Ampeln sind aber immer noch gewöhnungsbedürftig. Ja, komm, mach grün. Dankeschön. Bong. Vogelsang. Ich mag den Aachener Facelift. Der lässt sich gut fahren. Nach wie vor. Also. Und dadurch, dass er sich natürlich auch auf anderen Karten gut einsetzen lässt, ja, ist das ein nettes Gefährt. Repaints sind auch dazugekommen, habe ich gesehen. Zum Beispiel für den neuen Bus in Anführungsstrichen gibt es da dann 3 Starwag Repaints. Ich hätte jetzt den Chris mal fragen müssen. Wow! Alter! Der zieht einfach ums Eck, weißt du? Unglaublich. Ich hätte mal den Chris fragen sollen. Ich weiß gar nicht, ob auch Repaints für die 2 normalen Aachener Facelifts dazugekommen sind. Vielleicht sehen wir das ja auch gleich, wenn wir nach Aachen reinfahren. Hallo. Wie gesagt, ich habe jetzt keinen Bus ausgewählt. Der stand gerade in Fuchsherde und ich habe gedacht, den nehmen wir. Einmal normal, bitte schön. Danke. Danke, gerne. Habe ich den da hinten jetzt eigentlich? Hat der mich erwischt? Nee, hat er nicht. Da habe ich Glück gehabt. Hätte ich nämlich drauf wetten können, fast, dass der mich trifft. B für auf. So. Ja. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, Aachen ist etwas performanter geworden. Manche Ecken sind da performance-technisch entschärft worden. Ob das jetzt tatsächlich so ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe jetzt auch nicht in Changelog reingeschaut. Mein Fehler. Aber subjektiv betrachtet empfinde ich das doch schon irgendwie, dass sich da ein bisschen was getan hat. Find's schön, dass auch... Oh, der fährt ja, das ist ja... Ach, jammer nicht. Führerschein gewonnen, oder was? Find's auch ganz schön, dass mal wieder Aachen gewünscht wurde. Meiner Meinung nach ein Add-on, das definitiv in keiner OMSI-Sammlung fehlen darf. Ja, 2 Busse, beziehungsweise jetzt 3, hallo, in Anführungsstrichen, hallo, weil der eine ist ja nur ein Facelift mit einer weißen Matrix. Ne? 2 Linien, beziehungsweise jetzt 3 Linien, dann die N4 ist ja dazugekommen. Aachen hat jetzt endlich auch ein Nachtleben, als KI-Linie natürlich auch die anderen Linien, wie die N2 zum Beispiel. Ja, Aachen entwickelt sich Stück für Stück immer weiter. Es dauert natürlich, bis dort Updates kommen, aber dafür kommen dann halt auch... Hui! Kommen natürlich dann auch Updates, die... ja, realitätsnah sind oder besser gesagt Updates, die die Realität widerspiegeln, so wie es in Aachen dann halt auch ist, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt auch war. Man sehe Chrono Event Linie 33 zur Tour de France, die Linientrennung, und auch so ist es Aachen wunderschön nachgebaut. Wir waren ja letztens erst da, als wir uns mit Chris getroffen haben und haben uns auch so ein paar markante Punkte angeschaut, wie den Elisenbrunnen zum Beispiel. Und das erkennt man definitiv wieder. Hallo.
Auch wieder nette Funksprüche. Auch etwas, was ich an Aachen sehr schätze. Und mit Straßensperrungen und Linienteilungen und sowas. Frankenberg. Bin mal gespannt, ob dann gleich irgendwie eine Ansage kommt am Aachener Theater, dass die Linie dort endet. Wegen der Tour de France, also aufgrund der Linientrennung. Ich bin gespannt. Ich bin die Krono noch nicht gefahren. Der Chris ist sie natürlich gefahren, wen wundert's? Ich halte hier ums Eck. Ja. Hi. Hallo. 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 Kommen Sie rein, Hallo. Können Sie rausgucken. Eine Fahrkarte bitte. Ja, aber sicher. Ja, bitteschön. Schild! Mist! Victoria Allee? Ja, hier müssen wir aufpassen. Hier war damals so ein bisschen der Knackpunkt mit den Seitenstraßen. Da kam dann ganz gerne einfach mal einer mit ganz schön viel Geschwindigkeit rausgeschossen. Um sie spackelt ein bisschen. Ich bin im Hintergrund noch ein bisschen was am Verarbeiten. Aber es geht. Ich sehe die Ampel nicht. Jetzt aber. Huch, da bin ich ans Mikro gekommen. Entschuldigung. Victoria Allee. Ihr dürft auch vorne einsteigen. Wie es beliebt. Ich bin da flexibel. Da auch gefährliche Seitenstraßen. Schlossstraße. Wobei hier geht's, weil hier ist die Ampel dazwischen. Trotzdem muss man aufpassen. Oh, hier geht's bergab, hier können wir schön rollen lassen. Seht ihr? Das meine ich. Klar, rechts vor links. Aber der Verkehr hier nimmt das ganz genau, die Bremsen nicht mal. Die fahren einfach. Und wenn du da zu schnell unterwegs bist und nicht aufpasst, hast du ihn drin hängen. Ist mir oft genug passiert. Hallo. Schönen guten Tag.
Dankeschön. Normaluhr. Normaluhr, ja. Der Gegenteil von Unnormaluhr, ne? Wobei ich mich immer frage, wie kommt man auf so einen Namen, Normaluhr? Ich meine, Normaluhr, hä? Warum? Aber gut. Die Aachener halt, ne? Die sind schon etwas komisch, was so manche Dinge angeht. Chris wird das beurteilen können, der kommt ja aus der Gegend. Deswegen, Chris, warum Normaluhr? Mit diesen Busampeln komme ich nie klar. Ich meine, dass ich warten muss. Ja, nee, ich hätte fahren dürfen. Ich muss nur 8 geben. Aber jetzt muss ich eh warten. Ich glaube, ist auch gar nicht mehr so weit. Nee, Normaluhr, Wallstraße und dann kommt schon Theater. Okay, da sind ein paar Aachener Busse, aber alle mit ASIAC. Der gute Einstieg. Düp, 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 düp. So, jetzt fährt der Kollege da rum. Ah ne, seht ihr, ich hätte doch warten müssen. Gut, dann alles richtig gemacht. Normaluhr, Linie 2. Ich glaube, die wollten noch raus. Ja, hatte Pech, dann muss jetzt weiterfahren. Waldstraße. Waldstraße. Ja, gibt auch noch ein Chrono-Event aus dem Jahr 2015 mit den alten Wartehallen. Da weiß ich auch nicht, was mich da erwartet. Gucken wir uns vielleicht mal an. Vielleicht aber auch nicht. So, steigen jetzt alle aus, oder was? Was mit euch? Wollt ihr einsteigen? Aha. Hallo. Hi. Hallo. 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 Einmal Tageskarte. So, nächster Halt Theater. Aufgrund der Tour de France wird die Linie hier getrennt. Weiter nach Wals geht's ab der Bushaltestelle Driescher Gässchen. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Theater. Okay, keine Sonderansage. Schade.
hätte ich mir gewünscht. Und raus mit euch. Ah ja, jetzt müsste ich da wenden und auf der anderen Seite geht's dann zurück. Ah, okay. Elf Minuten. Nein, wir nehmen jetzt keinen neuen Fahrplan an. Wir gucken mal, ob wir uns irgendwo hinstellen können, weil wir können nicht einfach hier stehen bleiben. Theater. Genau, Theater. Ah, die Linie 2 wendet auch? Wäre mal ganz interessant zu wissen. Nö, die wendet natürlich nicht. Ah ja, und hier können wir uns abstellen. Ja, sieht doch ganz nett aus. Was haben wir hier für ein Schildchen? Ersatzhaltestelle nehme ich mal ganz stark an. Ja, Ersatzhaltestelle. Sehr schön. Aachen Theater, Linie 33 mit auf der Karte Kaiserstadt Aachen mit dem Update, wurde sich gewünscht. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf von wem, am Anfang der Folge wusste ich es noch, da habe ich es vergessen. Habe ich vergessen es zu erwähnen. Ja, tut mir leid, aber derjenige, der sich gewünscht hat, der weiß ja, dass er sich gewünscht hat. Vielen Dank an dieser Stelle für den Wunsch. Ich freue mich auf mehr. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über eure Unterstützung. Tschüss.